Die Idee für jedes neue SICO-Modell wird in der Planungs- und Konstruktionsabteilung des Werkes geboren. Nach den technischen Unterlagen der Automobilhersteller werden hier proportionsgenaue Modellfertigungspläne gezeichnet. Absolute Modelltreue und Präzision gelten schon jetzt für die Konstruktionszeichnung eines jeden Einzelteiles, ob für eine Tür oder, wie hier, für den Bauplan einer Sitzreihe aus dem Reisebus. Nach diesen Detailzeichnungen werden von allen Teilen Probemodelle aus Kunststoff angefertigt, an denen nach genauer Prüfung notfalls noch Korrekturen vorgenommen werden können. Auch zur Herstellung von kleinen Modellautos werden stabile Formen gebraucht. Daher entstehen zuerst mit Hilfe aufwendiger Maschinen die unterschiedlichsten Formen für jedes Modell. Zum Beispiel brennt eine ganz moderne Funken-Erosionsmaschine mit überspringenden Funken planmäßig Metallteile weg. Eine andere Form ist fertig zum Gebrauch. Der Innenteil der Form ist so gestaltet, dass bei einem Ausgießen mit flüssigem Metall gleichzeitig ein Mercedes-Ober- und Unterteil entsteht. Eine andere Form für ein Modellboot wird hier angefertigt. Das Kunststoffmodell im Hintergrund wird in seinen Maßen abgetastet und auf den Metallblock vorn übertragen. Ein Stichelfräser modelliert die Form heraus. Das ist nun die fertige Form für das Busoberteil. Zur SICO-Modellfertigung werden modernste Zinkdruckgussmaschinen eingesetzt. Zinkmetall in Barrenform wird automatisch eingeschmolzen und dann unter hohem Druck in die eingespannten Formen gepresst. Sofort nach dem Guss nimmt ein elektronisch gesteuerter Greifer das fertige, noch sehr heiße Gussstück aus der Maschine und legt es auf ein Förderband. Eine eingebaute Waage prüft das Sollgewicht jedes Teils, wie hier das Busoberteil. Fehler im Gewicht lassen die Maschine sofort stoppen, damit eventuell folgende Fehlgüsse keinen Schaden anrichten können und nur einwandfreie Teile verarbeitet werden. Danach kontrolliert noch einmal ein Mitarbeiter die Güte jedes einzelnen Modellteils. Fehlerhafte Stücke werden direkt wieder im Schmelzofen der Maschine eingeschmolzen. Nach Guss- und Gusskontrolle müssen alle rohen Metallteile durch eine Vorrichtung, die mit einem Sandstrahlgebläse alle noch fühlbaren und scharfen Kanten wegschmirgelt und die ganze Oberfläche gut säubert. Modellteile aus Kunststoff werden ähnlich wie beim Metalldruckguss im sogenannten Spritzgussverfahren angefertigt. Kleine Kunststoffkügelchen, das Granulat, werden ebenfalls bei Hitze geschmolzen, verflüssigt und dann in besonders geeignete Formen für Kunststoffe unter Druck eingespritzt.
Die gleiche genaue Qualitätskontrolle garantiert gleichbleibende Güte und immer einwandfreie Teile zur Weiterverarbeitung. Ähnlich wie die Originalautos werden auch die Metallteile der Sico-Modelle in automatischen Anlagen einbrennlackiert. Alle hier verwendeten Lacke sind, wie gesetzlich vorgeschrieben, absolut ungiftig, kinderfreundlich und darüber hinaus auch bei starker Beanspruchung lange haltbar und farbecht. Die Farben allein machen das Modell noch nicht komplett. Vor der Endmontage werden bestimmten Modellteilen noch mechanisch zusätzliche Farben und Zeichen aufgedruckt. Der Bus erhält so zum Beispiel in zwei Arbeitsgängen rote und gelbe Seitenstreifen aufgedruckt. Große gelbe Stempelbälle nehmen in einer Drehung hinten Farbe auf und drucken sie vorn aufs Modellteil. Andere Farbtupfer und Schriftzeichen werden durch besondere Etikettiermaschinen zusätzlich haftfest aufgeklebt. Nach der Vorfertigung aller Einzelteile eines Modells in Form und Farbgebung beginnt in einer besonderen Abteilung die Endmontage in großen Stückzahlen. Ein ganzes Team von Mitarbeitern setzt so zum Beispiel hier die Einzelteile zu dem Busmodell zusammen. Ein Bus aus 15 Teilen. Musik
Natürlich macht auch ein Modellbus hier seine Probefahrt, ehe er verpackt wird. Hier in der Versandabteilung wird dafür gesorgt, dass Siko-Spielzeugmodelle sicher in alle Welt verschickt werden können. Lkw und Bahn erreichen die fertigen Siko-Modelle in kurzer Zeit die Spielwarengeschäfte. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die dort gekauften Miniaturen zu Hause erwartungsvoll ausgepackt werden. Das Spiel mit Siko kann beginnen. Viel Spaß dabei!